Welcome to Mission X, Attack of the B-Team. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Mission X. Das hier ist die 6. Folge und mit dabei ist wieder der Cedes. Piu, piu. Hallo Cedes. Servus. So, was haben wir heute vor? Ja. Wir haben heute vor, uns ein Häuschen zu bauen, ein bisschen auch noch dann Ressourcen zu sammeln, damit es auch recht schnell dann vorangeht. Auch mit den ersten Maschinen. Und ich leg gleich mal hier los. Den Bambus? Nee, brauchen wir nicht. Nicht, dass die Zuschauer sich wundern. Ich bin in der letzten Folge in einer Höhle ausgelockt. Wollte dann die Folge weitermachen. Aber leider Gottes ging das nicht mehr. Weil ich da nicht auf der Weide stand. Warum auch immer. Jetzt hat mich die blöde Hexe gleich erwischt. Kreizt Donnerwetter. Warte mal, muss ich mal schnell hier. So. Ja, ich komme auch, ich helfe dir. Eagle Fly! Bam, 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 bam! Haha! Oh, verdammt! Wo ist die andere? Ach, du hast die auch schon. Ja, alles klar. Ich hab beide. Nein, das bin ich ja. Warte mal, erstmal da so in die Mitte da eins rein, damit dieses blöde Ding weg ist. Schweinchen! Ach, da ist der Spawner. Ja. Den anderen, was damit? Ja, den habe ich schon gemacht gehabt und dann sind die aus dem anderen Spawner raus. Alles klar. Oh, ich bin keine Fledermaus mehr. Ach, du auch? Ja. So, und dann würde ich mal sagen, da wir hier schon Action hatten, fange ich gleich hier mit dem Bauen an. Ja, das ist eine gute Idee. Dann unterstütze ich dich gleich mal. So, erstmal brauchen wir Holz. Ohne Ende Holz für mein Fachwerkgerüst. Ja, ich setze mal da, wo eben gerade auch der Dispenser war, setze ich mal da eine Workstation hin. Jo. Um dann zu erfahren, dass ich keine Dias mehr habe. Na, um mir eine Axe zu machen. Ja, ist wurscht. Mach du mit dem Maschinengesammle weiter, ich mach das schon. Oh Gott, ich glaube, wir dürfen gleich mal schlafen gehen. Komm nochmal zurück zum Haus. Scheiße. Ach, gar kein Problem, dann gehen wir nochmal schnell schlafen. Wir sollten wirklich unsere Betten mal mitnehmen, also das ist ja... Ah. Wirklich schlimm. Komm. Ja, aber... Ja, ja, okay, bis dahin dürfte das Haus schon soweit fertig sein, dass... Also bis zum nächsten Tag, hoffe ich mal. Verdammt. Fast dran vorbeigeflattert. So. Ich nehme einfach mal das hier mit. Ach, wollen wir nicht zuerst schlafen? Ach so, ja, ja. Ja, du kannst auch noch eins mitnehmen, dann stehen immer noch zwei da. Ah, schön. Wo bin ich? Da bin ich. Okay. So. Gute Nacht. Du rechts, ich links. Gutes Nächtle. Nein, jetzt habe ich Klappes Balul drauf getan. Und ich kann nicht mit Nadon jetzt. Und guten Morgen. Guten Morgen, Tag. Liebe Sorgen. Da, da, die, da, die, da, da. Und jetzt muss ich leider Gottes gestehen, dass ich glaube, den Timer vergessen habe. Jawohl, ich habe ihn vergessen. Ich auch. Ich starte ihn jetzt einfach mal. Ja, ich habe ihn jetzt auch gestartet. Vor der Aufnahme noch drüber gesprochen. Ja, den Timer laufen lassen und jetzt doch vergessen. Hauptsache, die Musik läuft. Richtig. So, hier war das jetzt, ja, genau. Und da, wo die Workstation steht, jawohl, da ist sie. Da setze ich auch gleich mal oben drauf mein Bettchen, damit ich das nicht verliere. Ach stimmt, ja, da können wir... Mach ich jetzt auch mal. Mit einem Lapis drauf. Da, damit es auch blau ist. Boah, das ist cool. Das will ich auch. Ne? Kann man da auch Redstone machen, das rot ist oder so? Ich weiß es nicht. Und hier habe ich schon gleich eine Schlucht. Na wunderbar. Und da habe ich auch gleich schon Dias. Boah, na super. Ich baue das Bett natürlich ganz intelligent wieder hier hin. Dass da jeder hochlatschen kann. Kann sowieso jeder. Warte mal, machen wir mal hier kurz ein bisschen weg da. So, ich muss sagen, das ist jetzt hier ein bisschen gefährlich. Ich glaube, ich möchte die Lava jetzt wirklich erstmal wegmachen. So. Schwupp. Okay.
Hoffentlich hört man jetzt im Hintergrund hier nicht die DTM-Karren, weil bei mir hier in Nürnberg ist gerade DTM-Race, was übrigens immer sehr, sehr cool ist. War ich schon ein paar Mal. Sind verdammt laut, die Scheißkarren. Und vor allen Dingen hören die sich im Leerlauf an, als ob der Motor kaputt ist, weil die drauf ausgelegt sind, dass die auf Drehzahl fahren. Ja. Aber du musst es ja wissen, ne? Als wenn man so ein bisschen plaudern darf jetzt. Ja, ist ja als gut. Meister, Handwerker von Autos. Das heißt Kfz-Technikermeister, mein Freund. Okay, Kfz-Meister. Du Allerheiliger. Kfz-Meister Eder. Oh, der ist ja niedlich. Holz mal dann gleich mal ab, den Baum hier. Ja. So, dann hier noch. Ach komm, geht zu. Das muss schneller gehen. Ich bin doch schon, ich mach doch schon so schnell ich kann. Schneller, schneller, schneller. Sammle ich hier auch immer schön die Saplings auf? Scheint mir nicht so. Da liegt noch einer. Jetzt hat. Juhu. Was haben wir denn da für einen Baum? Ein Gummibärchenbaum. Ach so, ein Gummibaum. Oh, ein Gummibaum, ja, die werden später noch recht wichtig. Ja, da sammle ich gleich mal die Saplings. Wo sind die hin? Da ist einer. Einer? Da müssen doch zwei oder so, oder drei. Oh, da ist ja ein schöner Wasserfall in die Höhle runter. Cool. Haben wir uns also einen richtig schönen Platz ausgesucht, da? Ja, irgendwie schon. Aber wieso ist jetzt da schon wieder ein Baum gewachsen? Kann das sein, dass in dem Attack of the B-Team Bäume einfach auch so wachsen wieder? Na, die wachsen recht schnell. Also irgendwie die Zeplings... Ach, ich weiß es nicht. Zumindest wachsen die hier rasend schnell. Ja, aber das kann schon sein, dass wenn Zeplings irgendwo liegen, dass es ein Add-on gibt, dass die gar nicht eingepflanzt werden, sondern dass da trotzdem ein Baum wächst. Weil ich habe da gerade einen abgeholzt und jetzt war schon wieder ein kleiner da gestanden. Noch ein Gummibaum. Oh. Ey, Mensch, haben wir ein Glück hier heute. Neuer Tag, neuer Glück, neues Glück. Gummibärchenbande. Ja, meine Generation liebt sie. Die Gummibärenbande. Wie? Wer kennt sie auch nicht? Das, ne? Das gab's doch schon zu meiner Generation. Ich sag dir auch nur, dass meine Generation sie lebt, nicht, dass es sie vorher nicht gab. Ah, okay. Ah. Aber ich glaube, jede Generation mag die. Ich hab früher noch sowas wie Captain Future geschaut, hey. Du, das hab ich auch geschaut. Echt? Das Anime? Ja, genau. Also. Weil das ist nämlich schon richtig alt. Das ist oldschool, ja. Oder die alten He-Man. Kennst du die noch? Wo dann immer ganz zum Schluss noch die Moral von der Geschichte immer noch gesagt hat. Richtig. Boah, das war oldschool. Das hat noch Spaß gemacht, das zu gucken. Naja, also mir hat es damals Spaß gemacht, aber wenn ich es mir jetzt anschaue, denke ich mir, wie konnte ich das nur schauen? Ja, klar, man wird definitiv älter, ne? Also. Naja, das Krasse ist halt, die haben immer wieder dieselben Szenen genommen halt. Also die haben das wiederverwertet ohne Ende alles. Aber ist das... Ja, aber es... Ne, die haben wenigstens noch Werte vermittelt. Wenn ich mir heute Morgen an... Also wenn ich jetzt schaue, was so im Fernsehen läuft... das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und, scheiße, ich hab gerade mal dein Inventar. Das war dein Grabstein. Ja? Ja. Den habe ich aufgemacht und plötzlich kamen da ganz, ganz viele Sachen raus. Yeah! Behalte. Ja, ich bin voll. Wo bist du? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gerade selber nicht. Warte, einen Augenblick. Also ich bin gestorben, wo? 290, 39, minus 926. 290. Oh, das ist ja ganz in der Nähe. Ja, ich bin einfach nur da in diese Schlucht rein und dann mal schauen, was passiert so ungefähr. Aber ich bin in die Richtung. 290, was war das jetzt nochmal? Warte. Wieso? 290, 39, minus 926.
290, 39. Hier, das ist mitten in so einer Schlucht. Ich flieg mal ganz kurz hoch. Ich bin jetzt über der Schlucht. Nehm so ein Schaf. Ich sehe dich nicht. Ach, scheiß drauf, ich brauch das doch jetzt nicht. Guck mal nach links, da, hier. Hä? Hier. Mama, ich mach mal das Zeug weg. Ja, komm. Nein, andere Seite. Hier, Hallo, Dustin. Kuckuck. Ach, da. Und jetzt mal ganz kurz hier runter. Ja, stimmt, da unten bin ich ja, glaube ich, was war denn da nochmal? Da hat mich, glaube ich, ein Creeper erwischt oder so. Und jetzt hier, da. Ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und meine Item, also ne, ich bin voll. Aufpassen, da ist auch ein Zombie-Baby. Ja, ich bin auch voll übrigens. Boah. Jetzt geht hier gerade die Post ab, hier mal wieder. Ja. So, warte mal, was liegt denn da alles noch? Die Schaufel brauche ich nicht. Das Zeug, die Federn brauche ich auch nicht. Das Fleisch, ja. Flieg mal ganz kurz hoch und Ey, wo kommen die auf einmal alle her? Ich habe keine Ahnung. Na, das Zeug brauche ich eigentlich nicht. Ich fliege wieder raus. Ich werde es mir trotzdem gleich holen. Schaffi! Oh, ich habe Hunger. Dann ganz, ganz schnell was essen hier. Warum, weißt du, warum ich zwei Dia-Schwerter habe? Ja, das kann sein, dass die aus meinem Inventar waren. Es war voll bei mir alles. Ach so? Ja, dann weiß ich nicht. Ey, sag mal, ich holz hier die Bäume ab und irgendwie kommt es mir vor, als ob da immer mehr dastehen. Ja, vielleicht ist das so ein neues Add-on, welches hier jetzt drauf ist, das Unknown. Nee, ich war bloß an der falschen Stelle. Okay, jetzt baue ich mal. Ach, du hast schon eine Kiste hingebaut, sehr schön. Ja, auch ein bisschen schon was reingetan. Weil, dass ich mal hier das ganze Zeug hier loswerde. Fichtensetzlinge, das brauchen wir jetzt alles nicht. Das Holz ist wichtig. Wichtig sind wirklich diese Rubber-Setzlinge. Na, das. Fünf Stück habe ich von denen. Ja, okay, das reicht. Also einer hat auch schon gereicht. Kautschuk habe ich auch schon 20. Ah, das ist doch. Pflasterstein, Steinsiegel, Fleisch schon wieder. Oh, das eine Fleisch, das packe ich jetzt mal in den Ofen rein. Da stelle ich hier noch einen Ofen drauf. Das wird unser Work Stonehenge. Oh, was habe ich denn jetzt hier? Ich glaub's nicht. Ich habe einen Dungeon gefunden. Ich fall hier einfach runter und finde einen Dungeon. Das ist doch mal. Was verstehst du unter Dungeon? Naja, einfach der deutsche Begriff dafür. Einfach eine Mine oder echt irgendwie? Nee, es ist wirklich eine Mine, aber selbst die Minen sind ja Dungeons. Ach so, okay. Ne, also, da findet man halt immer ordentlich gut was und jetzt komme ich hier nicht ran in diesen. Da habe ich. So, jetzt bin ich schon wieder hier mächtig am. Ich habe ein Drachenei! Oh, geil. Das habe ich gar nicht gesehen, dass ich das vorhin gefunden habe. Aber. Ich muss mal ganz schnell was essen hier. Das machen wir mal lieber nicht, das Drachenei. Nee, noch nicht. Ich habe auf einmal zwei Diamantspitzhacken. Auch nicht schlecht. So wie ich meine zwei Schwerter habe, wa? Sag mal, wie ist denn das in meine Playlist reingekommen, was da gerade läuft? Was läuft denn? Ja, das ist Papa Fiat Music. Da habe ich mal alle so runtergeladen und einfach mache ich immer Random Play. Und da kommt irgendwie so ein American Hip-Hop Smasher. Okay. Das habe ich ja noch nie gehabt. Oh, wollen wir uns mal schlafen legen? Ah ja, ich komme sofort. Warte. Ich bin sofort da. Warum kann ich das jetzt nicht aufheben? Oh, da schnackst schon ein Enderman rum. Ein Endermann, ein kleiner Endermann. Hol doch mal die Ente ran. Wie kommt man denn jetzt? Ich lieg schon im Bett. Ich komme geflogen. Beeil dich, mein Freund. Ja.
das ist gar nicht so einfach, hier jetzt hier zu landen. Bevor mich hier ein Monster aus dem Bett zieht. Ach, das passiert nicht. Frage ist nur, wo wir jetzt gleich landen werden. Komm, leg dich hin. Komm, komm. Ah, jetzt. Und da komme ich schlafen und... Hatschitschü. Guten Morgen und weiter geht's. Ja, guten Morgen. Ja, jetzt flieg halt los. Gar keine Fledermaus hier. So. Ah, wieder ab zur Fledermaus. Okay. Wo habe ich denn meine Chests? Ah, da ist meine Chest. Jetzt muss ich den ganzen Käse nochmal machen, hey. Ich habe mich so gefreut. Auf der anderen Welt habe ich ja schon das Gerüst angefangen und da wäre jetzt dann schon ein Haus draus geworden. Und jetzt muss ich mich wieder hier mit dem Fundament beschäftigen. Genau, ah, apropos Fundament. Manchmal so. Da fliege ich gleich mal, wo war denn die Schlucht jetzt? Da hinten irgendwo, oder? Direkt weiter im Norden. Also hier, genau. Hier. Und dann fliegen wir mal da rein und dann hole ich mir mal ein bisschen Kobbel da. Kobbel, Kobbel, Kobbel. Kobbel, Kobbelstone. Wollen wir hier jetzt mal ein bisschen fleißig sein? Alles vorbereiten. Für die Technik. Ja, allerdings haben wir diesmal nicht so eine schöne Höhle unten drunter, aber ich werde die dann einfach eine bauen. Ah, du, das kann ich auch selber machen, also das ist ja schnell gemacht, mir da ein bisschen was zurecht zu machen. Damit ja, wir dann... aber du bist ja mit Materialien suchen beschäftigt. Brauchst ja immer so viel. Nee, das hält sich in Grenzen, also am Anfang, um dort meine Startressourcen zu haben, natürlich, ich baue jetzt auch ein bisschen mehr ab, als ich eigentlich brauche, einfach um da ein bisschen Puffer zu haben, aber im Grunde, ich glaube, wenn du das Häuschen da erstmal schick drauf hast, dauert das mindestens genauso lange. Ja, ich mach mal gleich hier mehr Kobbel, da hast du schon recht, nicht, dass ich am Ende dann wieder oben stehe und nochmal losziehen muss. Oh, und jetzt gibt's natürlich hier nur Materialien, Bronze, Alu, Blei und sonst irgendwas, aber ich brauch doch einfach nur Kobbel. Aber Eisen nehme ich auch gern mit. Eisen müsste Eisenohr noch in einer Chest sein, also das Braten habe ich, ach Quatsch, das Braten. Eisenbraten, jawohl. Soweit bin ich schon. Naja, wird doch gebraten. Ja, naja. Zumindest ach, halt im Ofen. Verröses Erz. Jetzt bin ich hier schon wieder am... Naja. Raus hier. Wie viel Kobbel haben wir denn jetzt? Ja, es müsste jetzt schon erstmal lang. Und... Ach. Go! Was mir gerade einfällt, ich habe noch gar kein Kupfererz abgebaut. Die ganze Zeit. Das wäre natürlich jetzt ein richtiger Fail gewesen. Okay. Ey. Oh. Weil am Anfang brauche ich nun mal Kupfer. Ohne Kupfer läuft bei mir gar nichts am Anfang. Weil einfach dieser Steam Dynamo aus Kupfer besteht. Okay. Wenn ich dann kein Kupfer habe. Dann ist natürlich schlecht. Ich muss auch sagen, ich finde nicht wirklich viel davon. Ich finde Lapis, ich finde Iron, Diamanten, Zinn, Lead, so, jetzt mach ich alles mal. Mögliche. Das mache ich nämlich jetzt hier mal anders. 2, 3. 1, 2. 1. 1. 2. Wird sonst zu breit. 3, ach, jetzt weiß ich auch, warum das so lange dauert. 4. Ich benutze die ganze Zeit meine Eisenpickaxe. Oh, jetzt kommt auch noch James Bond, hey.
Ah, Inventar schon wieder voll. 1, 2, 3, 4. Mal hier, zack. Ach du! 1, 2, 3. Glaube, ich finde hier nie wieder raus. Dann hier ein. Da ein. Wo kam ich denn? Ach hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, was ist los? Was machst du? Erstmal eine Runde gefallen. Okay. Ja, diese Höhlen hier, beziehungsweise dieser Dungeon, der ist hier so verschachtelt. Ach so, ja, in dem war ich ja dann auch drin. Wo ich nur noch geredet habe. Da müsste auch noch irgendwo ein Grabstein von mir liegen. Oder war das nicht der, den. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, das war der Anfang, da wo du dann noch schon verreckt bist, also. Ah, Ferris, 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 Ferris kann man immer gebrauchen. Warte mal. Für den Innenboden mache ich mir jetzt mal eine Schüssel. Ja, was kann ich Gutes für dich tun? Wo hast du das Eisen hin? Bis jetzt habe ich noch kein Eisen gemacht. Ach so, aber das Erz hast du drin. Ah, dann Das mache Erz ich. habe ich in diese Chest reingetan. Okay, ich mache mal selber hier Eisen. Ich brauche vier Eisen und Stickies brauche ich jetzt. Stickies? Stickies. Kleine Stickies? Und ich Stixen. finde hier nicht mehr raus. Ich finde hier einfach nicht mehr raus. Das ist doch zum Kotzen. Ey, cool, man kann es mit wie heißt denn das? Mit Baumstämmen kann man, wenn man zwei übereinander legt, eine Eichenbarrikade machen. Das Okay. muss ich dann mal ausprobieren. Aber jetzt brauche ich erstmal Stixen. Ah, hier bin ich, endlich. Ah. Eine Stixen. Und vier Eisen ergibt eine Schüsselmannissel. Schüssel? Ein bisschen Schüssel? Zack. Ja, und jetzt habe ich natürlich wieder mal kein. Hey, was soll das? Ach so, genau. Kein Kobbel mehr. Aber da können wir nämlich so einen schönen Kobbelstoppel draus machen. Cobblestone with Creeper Panel. Nee, ich will lieber den da hier. Okay, dann legen wir mal los hier. Oh, ist ja schon ordentlich hier. Ja, wie gesagt, ich gebe jetzt mal hier ein bisschen Gas, damit ich das aufhole wieder. Aber ich sag jetzt mal erstmal für die heutige Folge tschüssen. Wir sehen uns demnächst. Ciao Ja. Leute. Tschüss, Ciao, ciao, Dustin. Leute. Bis denne.